Liebe Videofreunde, Thema japanische Videokassetten. Gibt es da irgendwie Sammler draußen, die vielleicht auch so ein Faible für japanische Videokassetten haben? Ja, also ich habe das Problem, dass ich mittlerweile so auf japanische Videokassetten stehe und die kriegt man ja hierzulande nicht so leicht her. Da gibt es verschiedene Portale, über die man die beziehen kann, aber immer verbunden mit, ja, hohen Versandkosten und Importkosten und so Kram. Und meistens sind die auch nicht so billig. Aber warum sind die denn eigentlich so besonders, diese Videokassetten? Das sind so diese Feinheiten, die solche Tapes besonders machen. Oft sind es alternative Covermotive, oft sind es oft nur diese japanischen Schriftzeichen. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber ich mittlerweile sammle die eigentlich auch ganz gerne. Huja! Wie dem auch sei, ich habe mir mal wieder eine gegönnt und zwar diese hier. Das Interessante an dem Tape für mich war, dass es sich um einen Film handelt, der mir so irgendwie überhaupt nichts gesagt hat. Da stehen nur japanische Schriftzeichen und auch das Motiv, das Cover, hat mir gar nichts gesagt. Wenn man genauer hinschaut, lässt sich erahnen, dass es sich dabei um einen Horrorfilm handeln könnte. Vielleicht mit so ein bisschen Folter sogar. Nach ein bisschen Recherche bin ich draufgekommen, dass es sich um einen Film handelt namens Monika. Monika kennt man doch, diese zwei Filme da aus den 80ern, späten 80ern, frühen 90er Jahren. Monika 1 und 2, die haben, dürften mit dem Streifen jetzt relativ wenig zu tun haben. Aber auch hier geht es, oh Wunder, um eine Schaufensterpuppe. Nachdem ich das Tape eingelegt hatte, ist mir ziemlich schnell aufgefallen, keine Untertitel. Na gut, aber vielleicht erschließt sich die Handlung ja auch so. Zu Beginn geht es um eine Studentin, die an so einer Art Modehochschule studiert. Und diese Studentin ist nicht sonderlich beliebt bei ihren Kommilitoninnen, sondern wird ordentlich gemobbt. Die wird gemobbt und hat zum Beispiel mal so eine Nadel in ihrem Sandwich drin. Nicht so lecker, so eine Nadel. An dieser Hochschule ist auch so ein super cooler und sexy Dozent, auf den alle stehen. Und auch die gemobbte Studentin steht auf ihn, aber hat natürlich keine Chance. Wie soll ich meinen Charme-Point am meisten herausholen? Die schüchterne Studentin arbeitet jedenfalls entweder an einer Schaufensterpuppe oder an einem Kleid. Das hat sich mir jetzt nicht so deutlich erschlossen. Auf jeden Fall wird beides von ihren bösen Kommilitoninnen zerstört.
Und das eignet sich kurz vor so einer Art Modenschau, was die Studentin in totale Verzweiflung stürzt. In tiefer Verzweiflung begeht die Studentin Selbstmord. Nachdem sich die Studentin umgebracht hat, kein Zeichen von Reue bei ihren Kommilitoninnen. Solche Wichser. Und dann findet diese Modenschau statt und... Hä? Ist die Studentin wieder da? Und dann hat man langsam schon so eine grobe Ahnung, auf was das wahrscheinlich hinauslaufen wird. Nämlich einen Rache-Horrorfilm. Die Schaufensterpuppe ist zurück und rächt sich an all denen, die nicht nett zu der Studentin waren. Und der Rachefeldzug läuft wie folgt ab. Der Sugar Daddy Dozent wird tot im Bett aufgefunden. Bei einer Studentin gibt's Titte ab. Tot auf der Rücksitzbank. Monika ist also unterm Strich eine schlechte Version eines J-Horrors. Man merkt schon, was es hätte sein sollen, so ansatzweise. Der Streifen versucht schon an manchen Stellen gruselig zu sein und dann gibt es so was ansatzweise wie Jumpscares, aber funktioniert irgendwie nicht so richtig. Irgendwie ist halt alles auf so einem billigen Niveau. Also siehe die Schauspieler oder auch die Effekte. Einerseits ja ziemlich brutal, aber halt dann irgendwie viel zu billig, um ernsthaft zu schocken. Was bleibt, ist, naja, eine Kuriosität und ein nettes Sammlerobjekt. Und ein Streifen, der es anscheinend wirklich nicht aus Japan rausgeschafft hat. Ja. Aber, naja, ist Monika jetzt unbedingt sehenswert? Mit einer Laufzeit von 53 Minuten fällt der Film fast schon in die Kategorie Kurzfilm. Trotzdem ein cooles Tape, das wir uns jetzt abschließend nochmal aus der Nähe anschauen. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Be kind, rewind.